Supreme Cheesies. Ich möchte mir hier jetzt in aller ehrlichster Form für alle Zuseher, die sich dieses Video ansehen mussten, entschuldigen. Ah, das hätten wir natürlich fast vergessen. Jetzt die Frage, wie viel haben wir mit diesem YouTube-Video verdient? In den letzten, keine Ahnung, seit Veröffentlichung? Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, was geht schnell? Was kann man schnell machen? Eine Reaction. Welches Video ist das meistgeklickteste auf meinem Kanal? Eine Reaction. Die Supreme Cheesy Reaction. Vor mittlerweile 3 Jahren hochgeladen. Über 1 Million Klicks. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist Zeit für ein Jubiläum. Wir schauen uns dieses Video an, reagieren mit einer Reaction darauf. Und warum machen wir das? Ja, warum machen wir das? Damit wir jetzt nochmal ordentlich Werbung für Black Friday machen können. Ganz klar, Freunde, bei MEM kommt ein nicer Hoodie heraus. Und zwar dieser hier. Den findet ihr jetzt auf Instagram nochmal nachschauen. Der ist jetzt gerade auf MEM Vienna online. Und zwar für den geringsten Preis, den es jemals gegeben hat mit einer Technik, die es so noch nicht gegeben hat. Nämlich mit einer 3D-Pressung. So sieht das Ganze aus. Für 107 Euro jetzt auf memvienna.com erhältlich. Für 24 Stunden von 13 Uhr bis 13 Uhr. Holt euch das. Das ist der beste Black Friday, den ihr machen könnt. Seid am Start. Würde mich auf alle Fälle freuen. Jetzt legen wir los mit der Reaction, Freunde. Hätten wir das auch noch unterbracht. Let's go. So, da ist das Ding. Die 800 Euro Fake Supreme Cheeses. Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, das wird hyper cringe. Das wird ultra cringe. Zum einen, weil ich das gemeinsam mit dem Stream aufnehme. Und zum anderen, weil mir das so unangenehm sein wird, weil ich... Es war halt teilweise einfach furchtbar übertrieben. Aber okay, nicht lange schwafeln. Kopfhörer auf, wir schauen rein und ihr schaut dabei auf mmvienna.com. Okay, let's go. Edel, keine Ahnung von Style. Wie ich da noch ausschaue. Und auch hier allein von der Schuhform. Aber im Hintergrund hat sich einfach nichts verändert. Merkt man schon. Das kann nicht dein Ernst. Mit diesem Fake-Off-White-Shirt. Ah, das ist so unangenehm, jetzt schon. Was hast du gerade gesagt? Altes Intro. Intro muss ein neues her. Schreibt es in die Kommentare, ob ein neues Intro her muss. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße, da rede ich auch noch ganz anders. Wie man hier schon an dem Computer erkennen kann, handelt es sich heute um ein Reaction-Video. Ich weiß. Wie rede ich? Wie, als würde ich mein Referat halten. Wer von euch den YouTuber Mahan kennt, aber ich bin... Aber leiser bin ich mittlerweile nicht geworden. ...hier gerade auf seinem Kanal. Wie man an seinen Videos schon erkennen kann, handelt es sich hier um einen Fashion-YouTuber. Ja. Um einen Fashion-YouTuber. Also geht hauptsächlich um Fashion, hier immer wieder The North Face, Supreme, Gucci. Also es handelt sich um Hype-Beast-Fashion. Auch wie viel... Hypebeast Fashion, jetzt höre ich es selber. Wie viel ist dein Outfit wert, gehört zu seinem Content dazu. Und erst vor kurzem bin ich auf ein Video gestoßen, das ich mir selbst noch nicht angesehen habe. Aber allein das Thumbnail verspricht, dass es ein absolut lächerliches Video wird. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ganz... Heißt da noch Essen zwischen den Zähnen? Also oben unter seinem vorletzten Video vor 3... Schau einfach da viel älter aus, als ich jetzt ausschaue. ...Tagen mittlerweile schon 132.000 Views. Hier vor 3 Tagen hochgeladen und hier kann... Ja, da haben alle noch Klicks gemacht zu der Zeit. Eine Million Klicks hätte ihm nie wieder erreicht auf diesem Kanal. Kennen Supreme, ja, hier und hier 800 Euro. Und wenn man sich nur ein bisschen aus... Dann putzt man sich gar nicht die Zähne vom Video. ...kennt, dann weiß man, dass es diese Schuhe, die hier gezeigt werden, angeblich Supreme Yeezys, einfach nicht gibt. Die gibt es einfach nicht. So komisch, warum hat das Video so viel Klicks? Die hat es noch nie gegeben. Das sind einfach so richtige Fakes. Nicht mal Fakes von Schuhen, die tatsächlich mal herausgekommen sind, sondern einfach nur ein richtig schlechter Fake von einem Schuh, den es nie gegeben hat. Und dieser Schuh... Dann kann es ja auch gar kein Fake sein. Dann ist ja auch gar kein Fake. Wirft er hier komplett in den Thumbnail hinein und behauptet, der Schuh kostet... Halt doch dein Maul und... Ah, los geht's. Hey, wie heißt du? Tonqualität auf jeden Fall am Start, Freunde. Mein Ding. Wie viel hast du mit dem Video eingenommen? Puh, kann ich nachher nachschauen. Das hört so chinesisch an. Nee, der kommt aus Vietnam, der Name.
Schauen wir zum Schluss, wie viel ich mit dem Video verdient habe. Vietnam. Ah. Vietnam. Ja, aber das meiste von ihrem Stuff, das sie trägt, kommt bestimmt aus Vietnam, genauso wie ihr Name. Mailin, ich hab dich gefragt. Also ich hab dich niemand kann den Namen aussprechen. Mailin. Was sie für einen Hass gegen sie hat wegen den Schuhen. Vielleicht du einmal um, schon mal. Aber okay, die war auch hyper cringe und hat so fake geflext. Uff. Ja, kann nicht sagen. Coole Jeansjacke sieht man immer wieder mal auf der Straße gerockt. Also gehört auf jeden Fall zum Hypebeast-Stuff dazu. Gefällt mir auch selbst. Aber ich weiß nicht, ob die echt ist. Was kostet die? Ich frage mal. 700. Wie renne ich herum da? Ist das dein Ernst, mein Diese Jacke kostet unter keinen Umständen 700 Euro. 700 Euro? Nein. Ja, also selbst er, Mahan, packt's nicht. Komplett übertrieben, aber okay. 700 Euro. Ja, Bullshit, was die labert. Bullshit. Ja. Warum? Kann ich fragen? Ja, ich kann die echt nicht mehr. Ja, der Gesichtsausdruck. Also, es haben viele Instagram-Stars sie getragen und ich fand die einfach voll cool. Bullshit. Nein, kostet sie nicht. Sie kostet nicht 700 Euro. Also an seiner Stelle hätte ich sie sofort gefragt, wo sie die für 700 Euro erstanden hat. Wie rede ich? So komplett so wie ein Moderator irgendwie. Ja, genau, mein Lieb. Oh, das kann sich kein Mensch anschauen. Ich pack das nicht. Ehrlich. Ich glaube, ich habe die auf 200 gesehen. Oder? Ja, eben. Auch er sagt keine 700 Euro. Und also man merkt hier jetzt an ihrem Gesichtsausdruck, dass sie leicht natürlich in Schwanken kommt und ihr das selbst ein bisschen unangenehm ist, weil ihr natürlich jetzt vorgeworfen wird, dass die keine 700 Euro kostet. Mein ihn. Mich stört das, was ihr zwischen den Zähnen habt. Wer weiß. Also ja, genau. Man merkt an ihrem Gesichtsausdruck, es ist ja wirklich unangenehm, dass ihre Lüge da beinahe aufgedeckt wurde. T-Shirt. Der ist von Zara. Der kostet ja 30 Euro. Also jetzt ja, das glaube ich ja. Original Zara um 30 Euro. Das traue ich auf jeden Fall zu. Okay. Wie oft habt ihr dieses Video schon gesehen? Schreibt es in die Kommentare. Würde mich interessieren. Hose ist auch von H&M. Kostet auch. Das kann man das nicht einmal anschauen eigentlich. Auch 40, also 40. Genau. Deine Schuhe. So, jetzt habt die Schuhe. 10-mal, 3-mal. Punkt Nummer 1, wer kombiniert schwarze Schuhe mit... Ja, wer macht das? Boah, dass ich das... Einem Freund von mir sage ich das, bitte. Und er was... Das nächste Mal sehe ich ihn wieder damit, das packe ich nicht. Mit weißen, kurzen Socken. Das kann man nicht machen. Auch mit langen Socken sollte man es nicht tun. Es kommt auf den Schuhen. Aber bitte, Mädel, keine Ahnung von Style. Du hast eine kurze Jogginghose und ein Fake-Off-White-Leiberl an. Was redest du von? Und auch hier allein von der Schuhform... Merkt man schon. Das kann nicht dein Ernst sein. Was hast du gerade gesagt? 40 Euro. 40 Euro. Genau, deine Schuhe. Schuhe, Supreme Jeezys. Supreme Jeezys. Jeezys. Wer nicht mal weiß, wie man Yeezy ausspricht, wird auch logischerweise. Bitte, ich kann mir nicht schauen, was mache ich da? Was ist das? Wie so ein kleiner Troll. Also keine echten Yeezy tragen. Jeezys. Jeezys. Supreme Jeezys. Übertreib da oben. Nicht teuer. Ja, mein Achti, wie teuer denn? Völlig zu Recht, weil es Fake sind, die gibt es nicht. Die werden einem auf Instagram oft angeboten um 20 Euro. Und sie war eine, die da drauf geklickt hat. Ich pack mein Leben nicht. Unangenehm. Ich hab's, die Ausreißer sind jetzt nicht Fake, aber ich hab's natürlich zu der Zeit ein bisschen übertrieben. Das Video hat mich furchtbar aufgeregt. Da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Aber bei manchen Videos habe ich es leicht übertrieben, weil ich wusste, es kommt ganz gut an. Deswegen gibt es halt nicht mehr so viele davon. Auch weil ich wüsste... Egal, komm.
Freunde, ich bin am Verzweifeln. 800 Euro für Supreme Cheesies. Ja. Bin Supreme, ja. Ich hab das doch nie. Bin Supreme, ja. Mein Leben gesehen. Nee. Da kennst du dich anscheinend gar nicht aus, was man alles für 800 Euro bekommt. Unter anderem auch Supreme Cheesies. Ich möchte mir hier jetzt in allerehrlichster Form für alle Zuseher, die sich dieses Video ansehen mussten, entschuldigen. Da war ich neu auf YouTube. Gott, ist mir das unangenehm. Aber krass. Ja, extrem krass, dass du die Fakes nicht kennst. Boah, hör auf. Ah. Boah! Dass ich irgendwas verpasst habe oder sowas. Ja, 800 Euro. Ja. Aber hast du schon durchgetragen, ne? Ja? Wenn auch, denn wenn dann auch noch dieser Voice Crack kommt, das ist so unangenehm. Ein bisschen, ja. Genau. Ja, und natürlich ist die Tasche ebenfalls nicht. Mich sticht's jetzt richtig. Echt, ja. Also, sie kann mir nicht erzählen, dass die Ware von Menin aus Vietnam. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin völlig schockiert, wie man einfach so dreist lügen kann. Mit solchen Fakes. Mit Fakes, die es nicht mal gibt. In dem Moment habe ich 10 verschiedene Fake-Stuff-Label in meinem Kasten und check's einfach nicht und trage das jeden Tag. Das waren Zeiten. Boah, das ist mal richtig unangenehm. Ich hoffe, ich habe mich gebessert. Leute, richtige Fans sind von Supreme. Die sind halt noch nicht in dem Alter, in dem man Geld verdient. Und sie hatten noch nie Glück, bei einem Raffle zu gewinnen. Und die holen sich halt für 30, 40 Euro Fakes aus China und laufen damit herum. Okay, aber die behaupten dann zumindest nicht, dass sie echt sind. Und wer so dumm ist, sich auch noch Yeezys zu kaufen, die es niemals gegeben hat, wo Supreme draufsteht, richtig schlecht gemacht, und dann behauptet, dass die Schuhe 800 Euro kosten, der kann bei Gott nicht erwarten, dass man auch noch glaubt, dass ihre MCM-Tasche, dieses Modell habe ich übrigens auch noch nie gesehen, aber vielleicht gibt es das ja, und ihre... Das ist dieser MCM-Shopper, oder? Tommy Hilfiger. Den habe ich mal gekauft. Für meine damalige Freundin. Die Jacke um ebenfalls. Sie hat sie nie getragen. Ich wusste nicht mal, was das für eine Marke ist. Und also, ich trage solche Taschen eigentlich nicht. Dass 700 Euro echt ist. Das kann niemand glauben, dass man das einem abnimmt. Und Mahan, ist das dein Ernst? Wie kannst du das nicht erkennen? Du nennst dich Fashion-YouTuber und erkennst das nicht. Also... Auch wenn du hier 102... Hey, Alhamdulillah, Herr Mahan, Ehrenmann, den nicht angehen. 33.000 oder 133.000 Klicks hast, mein Freund, das ist auch sehr, sehr peinlich für dich. Sorry, Mahan. Wenn du dich Fashion-YouTuber... Aber der wird das ja wohl gecheckt haben. 1.000, natürlich. Ich weiß nicht, wie oft ich noch aufstehen muss, ich packe es nicht. Fliegt eigentlich der Stuhl in dem Video? Also, ich muss an dieser Stelle das Video einfach abbrechen, weil ich es nicht mehr packe. So viel Dummheit auf einen Haufen. Also, auf jeden Fall auch peinlich für Mahan. Hör auf, den Mahan zu roasten! Meiner Meinung nach, danke für dieses Video, danke für die Nervenzusammenbrüche, danke für den Wutausfall, den du... aus mir herausgelockt hast. Ich bin prinzipiell ein sehr ausgeglichener Mensch. Ja, genau. Aber du hast es mit deinem Video geschafft. All das, all die Gelassenheit, Ausgeglichenheit, die ich in meinem letzten Urlaub in Italien angesammelt habe, mit einem Video zu zerstören. Jetzt in die Kommentare, liebe Freunde. Danke dafür, Mahan. Der neue Hashtag bitte Oha! Jetzt in die Kommentare. Vielen lieben Dank, Mahan. Von der Maximilian Army bekommst du hier dein Lob dafür. Liebe Freunde, was ist eure Meinung dazu? Ich packe mein Leben nicht mehr. Ich bin komplett entgeistert von... Hatte kein einziger Danke, Mahan. ...von diesem Video. Bin auch sehr, sehr gespannt, was ihr davon haltet. Seid auf alle Fälle... Ach, das Shirt. ...froh. Kein Fake erwartet euch in kürzester Zeit, sondern... der heißeste, schärfste und litteste Merch in the game. Was?
gemeinsam mit meinem Track Die Schöne und das Hype. Mein erster Merch damals. Auf alle Fälle. Der Helikopter Landeplatz. Gespannt drauf. Ich bin also auf alle Fälle. Und dann erwartet euch so eine Scheiße auf keinen Fall. Liebe Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein... Ja, krank. Der heißeste, litteste Merch in the game. Mein Bier ist da. Ja, den heißesten, littesten Merch in der Game gibt's nicht mehr, aber dafür den heißesten, littesten Black Friday Deal auf memvienna.com. Heute, Freunde, jetzt gerade aktuell, also schaut vorbei mit der 3D-Pressung für 107 Euro, das gab's noch nie. So, das war's zu dieser Reaction, Freunde. Für mich war's ultra unangenehm. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es für euch war. Ich verlinke euch, genauso wie damals auch, hier noch ein weiteres von mir und hier. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ah, das hätten wir natürlich fast vergessen. Jetzt die Frage, wie viel haben wir mit diesem YouTube-Video verdient? In den letzten, keine Ahnung, seit Veröffentlichung? Ich schätze, keine Ahnung, 400 Euro. 961 Euro mit 1 Million Klicks. Das entspricht einer CPM von 2,82 Euro. Ich habe einfach nichts verdient mit YouTube damals. Frechheit. Viel Spaß beim Shoppen. Das ist von mir, euer Maximilian.